Die Bosse des FC Bayern holen zu einem großen Rundumschlag aus. Auf einer eigens angesetzten Pressekonferenz am Freitagmittag attackierte die Führungsriege des deutschen Rekordmeisters Journalisten und Ex-Spieler, von denen sie sich unfair behandelt fühlen. Am Abend empfängt Eintracht Frankfurt die Fortuna aus Düsseldorf in der Bundesliga und möchte den vierten Sieg in Serie. In Dresden kommt es am Abend zum Ostduell zwischen Dynamo und Erzgebirge Aue. Sport 1 fasst zweimal am Tag das Wichtigste des Sporttages zusammen. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend blicken wir auf das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages zurück. Viel Spaß damit! Das ist passiert. FC Bayern, Bosse greifen Medien und Ex-Spieler an. Die Führungsriege des FC Bayern hat im Anschluss an die Spieltagspressekonferenz mit Trainer Niko Kovac vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg einen denkwürdigen Auftritt vor der Presse hingelegt. Präsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic holten am Freitag an der Säbener Straße zu einem Rundumschlag gegen die Medien und die jüngste Berichterstattung rund um den Rekordmeister sowie gegen eigene Ex-Spieler aus. Alle Aussagen zum Nachlesen. Tennis, schwere Gruppe für Kerber. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber hat bei der Auslosung des WTA-Saisonfinales in Singapur die vermeintlich schwierigere Gruppe erwischt. Die 30-Jährige bekommt es in der roten Gruppe mit US Open-Gewinnerin Naomi Osaka, Japan, French Open-Finalistin Sloane Stephens, USA und Debütantin Kiki Bertens, Niederlande, zu tun. Triathlon: Al-Sultan wird neuer Bundestrainer. Der frühere Ironman-Weltmeister Faris Al-Sultan wird neuer Bundestrainer der deutschen Triathleten. Al-Sultan, Hawaii-Sieger von 2005, tritt die Stelle am 1. November an, bleibt aber auch Heimtrainer des Darmstädters Patrick Lange, der 2017 und 2018 auf Hawaii triumphiert hat. Was passiert heute noch? Bundesliga: Eintracht will nächsten Sieg. Eintracht Frankfurt hat in der englischen Woche 3 Siege aus 3 Spielen geholt und möchte gegen Fortuna Düsseldorf diese Serie fortsetzen. Bundesliga: Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ab 20.30 Uhr im Live-Ticker 2. Liga: Dynamo bittet Aue zum Ostduell. Heißes Ostduell im Dresdner Rudolf-Habich-Stadion, wo Dynamo Dresden das Team von Erzgebirge Aue empfängt. Mit einem Sieg kann Dresden bis auf Platz 4 springen und gleichzeitig die Sorgen von Aue, die aktuell auf Rang 10 stehen, 2. Liga: Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. Außerdem feiert Uwe Koschinak beim SV Sandhausen gegen den FC Ingolstadt sein Debüt als Trainer. 2. Liga: SV Sandhausen, FC Ingolstadt ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. Dell: Spitzenspiel in Mannheim. In der Dell kommt es zum Topspiel zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt. Die Adler gehen als Tabellenführer ins Spitzenspiel in der Sub-Arena. Die Panther sind 2 Punkte hinter Mannheim Tabellenzweiter und konnten 4 der letzten 5 Spiele gewinnen. Dell, Adler Mannheim, ERC Ingolstadt ab 19.30 Uhr im Live-Ticker. Zudem ist Nürnberg in Iserlohn gefordert und Vizemeister Berlin empfängt Wolfsburg. Das sollten Sie heute noch sehen. Rhein-Derby in der Dell. Neben dem Spitzenspiel in Mannheim kommt es in der Dell zum zweiten Kracher, dem rheinischen Derby zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien. Die DEG ist glänzend in die Saison gestartet und befindet auf Rang 3. Der KEC hingegen liegt etwas unter den eigenen Erwartungen auf Tabellenplatz 8 und steht im Derby bereits gehörig unter Druck. Sport 1 zeigt das Rhein-Derby ab 19.25 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream Sky Sport News HD. Die 2. Bundesliga schafft Dynamo Dresden den Anschluss an die Spitzengruppe und wer siegt im Kellerduell zwischen Sandhausen und Ingolstadt? Die Highlights aus der 2. Liga in Sky Sport News HD. Die 2.
Bundesliga ab 22.30 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream.